Ich bin dafür bekannt, niemals zufrieden zu sein. Wenn ich ein Ergebnis habe, denke ich für gewöhnlich schon über das nächste nach. Meine Faszination für Nanooptik besteht darin, wirklich zu versuchen, die Interaktion zwischen Licht und Materie bis an die Grenzen zu kontrollieren. Eigentlich gibt es, wenn man so will, keine Grenze. Jedes einzelne Atom nimmt jede Art von Licht wahr, das auf es gerichtet wird. Vor uns liegt ein grenzenloser Weg, auf dem wir versuchen herauszufinden, wie klein ein Signal sein kann, damit wir es immer noch aufzeichnen, bearbeiten und verstehen können. Das Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Hier arbeitet Vahid Sandochtar als neuer Abteilungsleiter für Nanooptik und Biophotonik, worin der Physiker zur Weltspitze gehört. Die Entwicklung der Nanooptik ist international mit seinem Namen verbunden. Am Max-Planck-Institut steht seine Abteilung noch ganz am Anfang. Doch für seine wegweisenden Entwicklungen zur Visualisierung und Spektroskopie einzelner Moleküle und Teilchen gibt es auch an der Uni Erlangen viele Anknüpfungspunkte. Herr Sandokdar wird hier eine lange Tradition fortsetzen, die wir im Bereich der Optik und der optischen Technologien aufgebaut haben. Es gab hier eine Forschergruppe der Max-Planck-Gesellschaft und wir haben einen graduierten Kolleg der Exzellenzinitiative eingeworben. Und unsere Physik hat sich sehr angestrengt, hier in dem Sinne erfolgreich zu werden. Und jetzt sind wir dabei, dieses Feld wirklich noch einmal um einen wesentlichen Baustein zu erweitern. Und der Sandokdar spielt dabei eine ganz entscheidende Rolle. Wir erwarten uns, dass wir damit international noch sichtbarer werden, als wir es schon sind. Bislang war die Wirkstätte des Physikers die ETH Zürich. In der Nanooptik hat Sandokdar mit seiner Forschergruppe hier Bahnbrechendes geleistet. So zeigten die Physiker, wie ein einzelnes Molekül einen Lichtstrahl verstärken oder blockieren kann. Ebenso wurde aus nur einem Molekül der kleinstmögliche optische Transistor gebaut. Ein weltweiter Impuls für die Forschung, die optische Signalverarbeitung voranzutreiben. Wenn man so will, besteht auch eine Faszination darin, dass man die Natur nicht nur beobachtet, sondern dass man sie auch kontrolliert. Also ein Thema unserer Forschung ist, die Emission eines Moleküls zu verändern. Wie aber kann man ein einzelnes Molekül zum Leuchten bringen? Indem man auf einer Sonde einen Goldpartikel platziert, der wie eine Antenne das Licht einfängt und wieder abstrahlt. Was sich einfach anhört, ist im Nanometerbereich nur extrem schwer zu realisieren. Der Vergleich ohne und mit Nanoantenne zeigt, dass es dem Physiker gelungen ist, eine starke Lichtreflexion des Moleküls zu erzeugen. Das ultimative Ziel in der optischen Mikroskopie oder in jeder anderen Art der Mikroskopie ist die Betrachtung eines ungestörten Objektes. Wir haben herausgefunden, dass die gleiche Methode, mit der wir einzelne Goldpartikel erkennen konnten, uns ebenfalls erlaubte, einzelne Viren zu erkennen, die nackt und unmarkiert waren. Mithilfe der optischen Antenne hat Sandokdar einen revolutionären Blick auf ein biologisches System geworfen. So konnte ein Virus dabei beobachtet werden, wie es sich auf einer Membranoberfläche bewegt. Die entscheidende Frage war, wie es dies tut, ob es gleitet oder rollt und an welchen Rezeptoren es andockt. Vahid Sandokdar fasziniert die Anwendung nanooptischer Techniken. Der Experimentator plant zum Beispiel, ein Molekül durch Lichtquanten anzuregen. Auf einem bestimmten Energieniveau strahlt dieses die Photonen wieder ab, die in einem Photonenkanal auf ein weiteres Molekül treffen. Auch hier soll eine Nanoantenne helfen, die abgestrahlten Photonen einzufangen und gerichtet an das zweite Molekül weiterzuleiten. Wenn man das erfolgreich macht, wird das Photon von dem zweiten Molekül reflektiert und geht zurück zum ersten. Und dieses Spiel kann man sehr oft wiederholen. Wie lange man es fortsetzen kann, hängt davon ab, wie effizient jeder Reflexionsprozess ist. Jedes Mal findet ein Informationsaustausch zwischen dem Photon und dem Molekül statt. Und das ist ein Baustein für die Quanteninformationsverarbeitung. In Zukunft könnte die Idee vom Photonenkanal auch für die Quanteninformatik interessant werden. Für die Entwicklung neuer Experimente plant der Physiker ein Optical Imaging Center. Vahid Sandokdar wird noch viel Licht in die Welt der kleinsten Dinge bringen.